Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, es geht weiter mit der Geschichte. Letztens haben wir ja die Hand des Imperators, also die zwei Jungs da bekommen, weil uns Darth Barris verraten hat. Und mal gucken, was die jetzt uns sagen wollen. Sohn, eure erste Mission von Barras Erschaffenes zu zerstören, ist auf Belsavis, einem Planeten, der bis vor kurzem vor dem Imperium verborgen war. Wir übermitteln die Koordinaten und melden uns, wenn ihr angekommen seid. Als DIN A1 während eurer Abwesenheit das Schiff kontaktierte, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Also ist es wahr. Ihr wurdet als Zorn des Imperators auserwählt. Und nun kämpfen wir gegen Darth Barras. Der alte Barras war mir schon immer egal. Wir kommen dem Imperator näher, Meister. Ich wollte ihn auch immer respektlos behandeln. Macht. Diese Spinner von der Hand finde ich irgendwie gruselig. Seid ihr sicher, dass ihr da mitmachen wollt? Er muss bezahlen. Tut mir leid, Wett, aber er muss wirklich bezahlen. Die Dinge haben sich geändert, Wett. Mein alter Meister ist mein neuer Feind. Klasse. Ich überarbeite dann mal meine Notizen. Mein Sith Lord, das Schiff ist abflugbereit. Ich erwarte eure Befehle. Na dann los. So, aber erstmal reden wir mit den ganzen Leuten hier. Wette, was ist los? Hallo. Hey, keine Sorge. Dieses Mal bleibe ich ernst. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Es steht mir nicht zu beurteilen, warum ihr euch zu mir hingezogen fühlt. Ich muss nur entscheiden, ob ihr mich so behandelt, wie ich behandelt werden will. Diese Musik. Ja. Na klar, doch, ich bin ganz Ohr. Was willst du denn bitte? Sag mir einfach, wie ich dich glücklich machen kann, Wett. Ich werde nicht Nein sagen. Das ist Neuland für mich. Braucht ihr jemanden, der ein huttisches Plasmaschloss öffnen soll? Kein Problem. Aber das... Oh mein Gott! Oh mein Gott, guckt euch, was bei der einen steht. Komm schon. Ich muss es drücken. Ihr wollt's alle sehen. Wir wollen unsere Beziehung weitermachen mit Wett. Und der nächste Schritt beginnt jetzt. Es muss nicht so kompliziert sein. Yes! Jawohl! Wow, okay. Ja, das ist gut. In Ordnung. Verschieben wir das auf später. Zurück an die Arbeit. Okay. Weird, but okay. Nice! Unser erster Kuss mit Wette. What the fuck? Geil. Das war der nächste Schritt unserer Beziehung. Jawohl. Nice. Und nächstes Mal geht's ums Heiraten. Ey, das ist ja voll geil. Nice, okay. Ich muss damit jetzt echt klarkommen. Der Titel wird heißen Wette, meine Liebe. Okay. Los, Jessa, rede mal. Meister, ich bin auf eine faszinierende Entwicklung aufmerksam geworden. Letztens konnte ich nachts nicht schlafen. Ich spürte etwas und machte mich auf, um dem Gefühl zu folgen. Ich traf einen schwer verletzten Sith, der nach der hellen Seite stank. Er litt schwer und war kurz davor zu sterben. Na, hast du ihn getötet? Bitte sag mir, dass du seine erbärmliche Existenz beendet hast. Er hat ihn nicht zu suchen. Er hatte sehr schwere Verletzungen. Er sprach von einem Sith und seinen Leuten, deren einziges Ziel es ist, Verräter an der dunklen Seite zu jagen. Wer auch immer dieser Sith ist, er erfüllte diesen Mann mit so viel Schmerz und Angst. Ich kann nur noch daran denken, dass ich da mitmachen will. Noch etwas? Mehr hast du nicht herausgefunden? Leider ist der jammernde Fleischklumpen gestorben, bevor ich etwas von ihm erfahren konnte. Ist auch besser aber so. Aber indem ich meine Kraft bei dem sterbenden Mann anwendete, solche Leute werden dich toleriert. Konnte ich mir ein Bild von dem Sith machen, der den Schaden angerichtet hatte. Ich versuche, mit all meinen Sinnen seinen Geruch zu erfassen. Eine Spur, der ich folgen kann, um ihn zu finden. Na los, Randa. Du hast meinen Segen. Verfolge jede Spur. Ich werde gründlich sein, Meister. Gut so.
Immer schön weitermachen. Wie bescheuert das klingt, Junge. Das klingt echt dumm. Aber machen wir es einfach so. Mein Sith Lord, schön, dass wir einen Moment haben. Wir müssen etwas besprechen. Ich habe eine Nachricht von General Rakton. Ihr habt vielleicht schon von ihm gehört. Er ist der am höchsten ausgezeichnete Kommandant des Imperiums. Das Imperium hat seinen Blick anscheinend auf Corellia gerichtet. Das Tarnkommando soll den Angriff anführen. Ich und das alte Team. Ich verstehe, warum. Ich habe gesehen, wie ihr arbeitet. Eure Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich stelle das Team zusammen. Dann seht ihr ein echtes Feuerwerk. Corellia ist ein harter Brocken. Eine Kernwelt. Gründungsplanet der Republik. Dafür braucht man schon mehr als ein paar frische Rekruten. Tarnkommandosoldaten benutzen ihren Verstand. Der General hat nach einer Strategie gefragt. Ich sagte ihm, wir können den Planeten über ein Ziel einnehmen. Die Bastion. Ihr seid die Experten. Ihr müsst jetzt entscheiden, wie ihr vorgeht. Ihr und euer Team wird am meisten qualifiziert. Bereit, willens und in der Lage. Wir haben diesen Angriff jahrelang geplant. Die Bastion ist das Einsatzzentrum des gesamten republikanischen Militärs. Wir würden ihnen den Boden unter den Füßen wegreißen. Die Pläne der Republik zerfallen. Die Moral schwindet. Wenn sie ihre Geschütze aufgestellt haben, gehört Corellia längst uns. Dann macht das doch bitte. Wenn wir die Bastion einnehmen, gewinnen wir vielleicht sogar mehr als nur Corellia. Genau. Einen Platz in der Geschichte. Und den hat sich das Tarnkommando verdient. Mein Team kann die Vorbereitung übernehmen. General Rakton wird uns den Befehl geben. Ich bräuchte nur eure Erlaubnis. Wenn ihr bereit seid, dann macht einfach mal. Ich gucke mal zu. Eure Tarnkommandotage sind lange vergangen. Manche Dinge vergisst man nie. Zuerst müssen wir das alte Team aufspüren. Das könnte mittlerweile in allen Ecken der Galaxis verstreut sein. Es wird eine Weile dauern. Ich lasse euch später wissen, wen ich finde. Aber klar doch. Kümmere dich darum und ich werde weitermachen. Komm, ich habe jetzt genug umgelabert. Scheiß mal auf, Quinn. Tut eine mir leid, Quinn. Aber ich will jetzt losfliegen. Was hat er gerade gesagt? Fußmassage? Ja, da hätte ich auch mal eine Massage. Denn meine Füße sehen echt nicht gesund aus. Gut. Ich habe an der Belsavis-Raumstation angedockt. Zorn, Belsavis war das bestgehütete Geheimnis der Republik. Nicht einmal der Hand bekannt. Die Verschwundenen erscheinen wieder. Dieser Planet war ein Gefängnis für die gefährlichsten Verbrecher der Galaxis und viele totgeglaubte Sith-Agenten. Dort wohnt das Blut des Verräters. Dieser Zwei redet wirres Zeug. Warum bin ich hier? Muss ja unbedingt reden. Da klingt ja alles scheiße. Warum bin ich hier? Könnt ihr das bitte noch mehr detaillierter sagen? Was will Barras auf diesem Planeten? Dina 2 war derjenige, der erkannte, was auf Belsavis vor sich ging. Als die Häftlingslisten einsehbar wurden, entdeckte Barras, dass Darth Ekich, seine Schwester, lebte und dort festgehalten wurde. Das Blut des Verräters! Darth Ekich gehörte zum Rat der Sith und führte die Sith-Infiltratoren an. Wenn sie wieder mit Barras vereinigt ist, werden sich ihm noch mehr unterwerfen. Gott, ich töte seine Schwester. Wenn sie von Barras Blut ist, werde ich sie vernichten. Das Blut des Verräters muss vergossen werden. Der Imperator will die Tür zu Belsavis aufstoßen und hat seine Wachen geschickt, damit sie die Befreiungen vom Gefängnisplaneten koordinieren. Eine kluge Tarnung. Holt die Erlaubnis ein, auf der Oberfläche zu landen. Und zwingt die Imperialen dazu, euch Barras Agenten zu nennen. Sorgt dafür, dass sie Darth Ekich nicht befreien. Ich werde schon aufpassen, keine Sorge. Die kommt da nie raus. Mal gucken, wie die da aussieht. So, aber jetzt rauf auf dem Planeten. Los geht's. Sprich mit Colonel Trill. Gut, aber erstmal holen wir uns hier den
den Nebenauftrag. Imperiale Garde? Nun bin ich wirklich neugierig. Bumogala Abayan. Nelama Ini Anka Amga. Kanam Nimu. Kemgam Karayangma. Sprich mit Commander Gallum. Noch einer, der was von mir will. Was will er jetzt von mir? Mal gucken, was diejenigen hier von mir wollen. Doch erstmal gehen wir zu Colonel Drill. Der ist ja gleich hier um die Ecke. Oder einfach hier rein. Oh, sieht schon mal am Anfang schick aus. Aber erstmal gucken wir hier, wo Commander Grill ist. Nee, Commander Drill. Nicht Grill. So, dann hier rein, genau. Oh, diese Kampfdruiden, die gefallen mir so. Gut, und dann hier lang. Gut, darf ich bitte rein? Dankeschön. Du bist sehr nett. Hallo. Ach, das ist eine Frau. Ich dachte, das wäre ein Mann. Ich brauche Informationen zu einer Mission mit dem Ziel, Darth Ekich und ihre Attentäter zu befreien. Das ist Lord Melikosts Mission. Er und sein Team haben die Erlaubnis erhalten, tief ins Gefängnis von Belsarvis vorzudringen. Der Befehl kam direkt von Darth Barras. Ihr seid nicht befugt, mehr darüber zu erfahren. Ich bestehe aber drauf. Und wenn Sie jetzt mir nicht sagen, wo und wer das macht, dann gibt's das mal Erwirkung. Ich gehe hier nicht weg, bis ihr mir alles gesagt habt. Ich stehe zu meinen Befehlen. Was denkt ihr euch nur dabei, Colonel? Wir befinden uns in der Gegenwart eines Sith-Lords. Es ist unsere Pflicht, nach Kräften zu helfen. Haltet euch da raus, Captain Ocklard. Ich denke nicht daran. Mein Sith-Lord, Lord Melikost, ist heute Morgen mit einer Schwadron Kommandosoldaten ins Gefängnis eingedrungen. Er hat sie überall auf dieser Ebene des Gefängnisses stationiert, um seinen Abstieg sowie seinen... Na, endlich sagt doch einer mal was. Gut, wo will er denn hin? Was ist sein Ziel? Wir wissen nicht genau, wohin Melikost unterwegs ist, mein Sith-Lord. Aber vielleicht weiß es Lieutenant Cate, der Anführer seiner Kommandosoldaten. Allerdings werden Cates Leute, die in diesem Sektor stationiert sind, jegliche Aktivitäten melden. Falls ihr nicht willkommen seid, werden sie ihn und Melikost warnen. Nicht, wenn sie tot sind. Und das geht sehr schnell. Jeder, der unter Melikostes Befehl steht, wird vernichtet. Ihr habt soeben das Todesurteil für eure Kameraden besiegelt. Das ist Verrat. Ich melde euch beide dem Oberkommando. Nicht das doch nicht. Darth Barras soll erfahren, was hier vorgeht. Nein, würdet ihr nicht. Und tschüss mit dem Leben. Das kann ich nicht zulassen. Sorry. Zack. Ja. Ja, kannst auch gleich heulen. Ist beneidenswert. Ich decke euch den Rücken, Sith. Darth Barras braucht es nicht zu erfahren. Ihr habt mein Wort. Wenn Cates Soldaten ihn nicht warnen, könnt ihr ihn in seinem Bunker überraschen. Er wird euch sagen, wohin Lord Melikost unterwegs ist. Ich übernehme jetzt hier den Befehl. Als erstes werdet ihr Colonel Trills Leiche beseitigen. Gut so, Captain Ocklard. Weiter, immer weiter. Den hätte ich gerne mal auf mein Schiff gehabt. Apropos Kameraden. Wette, du bist zwar cool und so, aber ich möchte auch mal hier Abwechslung, deswegen packe ich jetzt einfach mal Amity ein. Ich werde euch fehlen. Naja. Wie die immer so rum kreckst. Das klingt echt komisch. Aber egal. Amity hat einen guten Job. Und sie kann auch damit bleiben. Soll ich sie siezen oder duzen? Oder soll ich sie... Was ist denn ihre Form? Ist sie weiblich, männlich, sächlich? Ist sie alles? Also sie ist zwar ein Roboter, aber sie muss doch irgendwie ein Geschlecht haben. Guck, ich sieze sie ja die ganze Zeit. Deswegen ist das ein bisschen komisch. Ich will aber hier direkt nochmal mit Commander Callum reden. Guck mal, ich bin die ganze Zeit hier nur am Labern. Und rede nur mit irgendwelchen Kollegen. Schon nervig. Muss ich schon zugeben. Hä? Ach, der war hier! Ja toll, das hätten die mir auch gleich sagen können. Jetzt bin ich einfach wieder zurückgegangen. Naja, macht ja nichts. Gehen wir aber hier rauf. Und dann ist er ja hier. Tretet näher.
Ihr habt die Aufmerksamkeit meines Meisters, des Imperators, auf euch gezogen. Er sieht große Dinge auf Belsavis voraus und er schickt diese Nachricht. Enttäuscht ihn nicht. Ihr sollt mir bitte Respekt zollen, denn ihr seid nichts Besseres. Man nennt mich Sith Lord. Ihr solltet das auch tun. Die imperiale Wache spricht auf Befehl des Imperators. Wir beugen uns niemandem. Nachdem das gesagt ist, willkommen auf Belsavis. Dieser Planet beherbergt das schmutzigste Geheimnis der Republik. Ein Maximalsicherheitsgefängnis, gefüllt mit den verkommensten Verbrechern der Galaxis. Wir sind hergekommen, um sie zu befreien. Speziell die Schreckensmeister, ältere Sith, die den Verlauf des Krieges verändern könnten. Klingt sehr nach sehr viel Lust und Laune und Spaß. Es geht doch nichts über einen guten alten Gefängnisausbruch. Belsavis ist kein Spielplatz. Wir haben bereits Sondereinsatztruppen eingesetzt, um die älteren Sith rauszuholen. Sie haben Häftlinge befreit und Aufstände angezettelt. Aber das ist ja was ganz Normales. Also es geht ja noch. Allen fünf Teams verloren. Ihr werdet den Kontakt wiederherstellen müssen und die Operation, wenn nötig, erneut beginnen, um die Schreckensmeister zu befreien. Na gut. Dann werden sie nicht mehr dort lange bleiben. Die Republik wird dafür zahlen, die dunklen Lords eingesperrt zu haben. Rache ist gut, wenn sie euch nicht blind macht. Ich glaube, dass ihr für Belsavis bereit seid. Eine Fähre wird euch am letzten bekannten Aufenthaltsort der Einsatzgruppe 5 absetzen. Findet Lord Medices und helft ihm, den Aufstand weiter anzufachen. Minimale Ressourcen, maximale Ergebnisse. So werden wir den Imperator nicht enttäuschen. Warte mal, eins wollte ich dir noch sagen. Einen besseren Haarstil wäre vielleicht empfehlenswert. Oder setz wieder deinen Helm auf, das wäre gut. Dann blamierst du dich nicht. Und dann muss der Imperator auch nicht mehr lachen. Junge, Junge. Der arme Imperator, Alter, der muss sich das immer wieder angucken. Also wenn ich 24/7 so ein Imperator wäre, ich würde ihn schon längst rausschmeißen. Jetzt muss ich mich wieder hier mit irgendjemand reden, Alter. Okay, die ganze Folge ist nur labern, labern, labern. Und was macht der da? Oh, hast du Spaß? Ja, mach mal weiter. Willkommen, mein Sith Lord. Ich nehme an, Commander Callum hat euch geschickt, um zu helfen. Ich bin Lord Medices, der Anführer von Einsatzgruppe 5. Wir haben diesen Aufstand ausgelöst, indem wir Häftlingen Waffen gegeben und ihnen den Weg zu ihren republikanischen Häschern gezeigt haben. Aber unser wichtigstes Ziel ist es, bestimmte Häftlinge herauszuholen, die tief im Gefängnis eingesperrt sind. Wie lief das so? Wie ist der Status des Aufstands? Die Gewalt wird bald eskalieren. Aber unsere obersten Befehle lauten, mehrere Sith Lords, bekannt als die Schreckensmeister, zu befreien. Sie kämpfen mit ihrer Macht und zerstören ihre Gegner durch Furcht. Ganze Armadas haben sich ihnen schon ergeben, ohne dass ein einziger Schuss gefallen wäre. Die Republik behauptete, die Schreckensmeister wären im letzten Krieg getötet worden. Sie wieder in den Kampf zu schicken, wäre ein krönender Erfolg. Dann wäre es doch gut, wenn man da was machen könnte. Da sehe ich Möglichkeiten. Die Befreiung der Schreckensmeister wird viele Vorteile für euch bergen. Leider hat die Republik sie in das Tiefgefängnis verlegt. In der Zwischenzeit hat der Wärter einen ziemlich eigensinnigen fremden Vollstrecker eingeschaltet. Alice Ruger. Er ist hier, um unseren Fluchtweg abzuschneiden. Wenn wir die Republik nicht aufhalten, nehmen sie dieses Landegebiet wieder ein. Ohne Fluchtweg kann unser Gefängnisausbruch keinen Erfolg haben. Ich habe keine Angst vor denen, also mach schon. Ich habe ganze Einheiten der Armee abgewehrt. Gefängniswärter walze ich platt. Das ist die richtige Einstellung, um sie zu besiegen. Sie kauern hinter Kraftfeldern und schicken Droiden, um für sie die Drecksarbeit zu erledigen. Diese Wärter-Droiden haben genug Feuerkraft, um eine kleine Armee außer Gefecht zu setzen. Die Aufständischen verlieren die Hoffnung. Aber wir können ihren Zorn neu entfachen. Zerstört genug Droiden, dann werden die Häftlinge... Dann kann ich mit einem guten Beispiel vorgehen. ...das Landegebiet praktisch für uns verteidigen.
Wenn die Häftlinge meine Stärke sehen, werden sie sich auf jeden Droiden werfen, der noch übrig ist. Zerstört die Wärterdroiden unter Einsatz eurer Macht. Entfacht das Selbstbewusstsein der Aufständischen, dann werden sie für uns den Gegner bekämpfen. Ja, hab verstanden. So, aber das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Denn wir haben jetzt so viel mit sehr vielen Leuten geredet, dass die Folge schon vorbei ist. Wir werden uns dann in der nächsten Folge darum kümmern. Heute war schon ziemlich Krawall hier. Zum Beispiel Wette küssen. Das hat schon mal geschmeckt. Nein, Spaß. Mann, wie das klingt, Alter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.